Crazy Junkie Games hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, ich hatte ja das Problem, dass ich den nicht töten konnte und ich weiß jetzt auch weswegen. Macht schon Sinn. Man braucht einfach eine scharfe Waffe. So eine Keule ist ja eine stumpfe Waffe, die durch ihre Wucht Schaden macht. Und Bug, um Leute und Menschen zu töten, braucht man halt eine scharfe Waffe. Und ja, jetzt ging es halt auch. Dann können wir jetzt auch zurück zum lieben Sektenlager. Ja gut, dann weiß ich jetzt auch, wie ich die lieben Kerle, vom Dingsterbums da, vom Banditenlager, also das Krautgedöns da, wie ich die da töten kann, mit der scharfen Waffe. So, ich will jetzt kurz hier was versuchen. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg hier zu gehen. Ob ich nicht einfach hier in das Wasser springen kann. Das ist ja tief genug, da kann man ja schwimmen. Ist jetzt nur die Frage, ob ich jetzt auf den Baum falle. Ja, das tue ich. Zumindest von dort aus. Weil ich bin gerade, um ehrlich zu sein, zu faul, darunter zu gehen. Und wenn es sich doch vermeiden lässt, wieso soll ich es dann nicht probieren? Ja. Okay. Interesting. Ja, schön. Ich bin trotzdem gestorben. Okay. Aber wenn ich, vielleicht kriegst du ja nochmal hin, auf dem Baum dort zu landen. Vielleicht kann ich von dort aus einfach, diesmal bin ich gestorben. Ich weiß jetzt gar nicht, wahrscheinlich geht es sogar schneller, wenn ich einfach den normalen Weg gehe, aber nein, ich habe jetzt meinen Willen und ich möchte jetzt, die Abkürzung nehmen. Das ist jetzt mein Wille und dem werde ich folgen. Der Schläfer hat mir es befohlen, dass ich in das Wasser springen soll. Ja, der Schläfer höchstpersönlich selbst. Er sagte, du, Crazy, mach das so. So hab ich das, würde ich das auch machen. So, das war jetzt so ein bisschen Fail generell, aber gut. Hat geklappt, das ist ja die Hauptsache. Und dann können wir den Fokus nun jetzt hier abgeben. Und da werden sie sich bestimmt freuen und sagen, ey Mann, da kriegst du Currywurst für oder so. Ne? Okay, der Currywurst jetzt vielleicht nicht, aber wenn ich überhaupt was für kriege, ist auch noch die Sache. Dann wollen wir mal mit Iberion sprechen. Moin, alles Haus. Nee, du sollst ja nicht pennen. Ich will mit dir sprechen, mein Freund, du, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da steht er. Moin, was geht? Erwache. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Kor Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Ja, nur wir genau. Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Ihr seid alle breit, das lass mich ihr mal durch. Ja gut, wir werden ja noch später sehen, was es mit dem Schläfer so auf sich hat. Das wird noch geklärt, sag ich mal. Um nicht zu spoilern. Dann gehen wir mal zu Kor Kalom. Der wird sich wahrscheinlich freuen. Wird mich wahrscheinlich trotzdem wie immer anmeckern oder so. Alter, was? Nee. Dann jumpen wir da mal hin. Ja gut, das dann mit den Typis töten aus dem Banditenlager, das werde ich dann wieder so ein bisschen skippen. Weil, Alter, bis da hinten hinrennen, ich freue mich jetzt schon, wenn es später Runen gibt. Wobei ich mir jetzt schon wieder unsicher bin, ob es in Gothic 1 überhaupt Runen gab. In Gothic 2 weiß ich das, da bin ich mir ganz sicher, aber ich vergesse das immer wieder.
Werden wir sehen, aber... Erwache! Ja, was willst du? Was willst du? Ich habe das Kraut abgeliefert. Gut. Mach dich anderweitig nützlich. Ach ja, ich hatte ja... Stimmt, ich hatte ja Spielstand geladen. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Ich habe 1000 Erfahrungen bekommen. Jetzt kann ich den Studium über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Ach, jetzt sollen wir... Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Ja, das weiß ich. Ja. Ausgezeichnet. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Nein! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Oh, die Quest, wo wir in die... Da müssen wir in eine Mine gehen und müssen das Mindcrawler-Nest finden. Und die ist echt nicht easy. Also... Soweit ich es in Erinnerung habe. Ich hatte letztes Mal das Gothic 1 als Magier durchgespielt und da war es ein bisschen schwer zum Zeitpunkt. Aber wir sind gut gelevelt, also das werden wir schon hinkriegen. Das wird bestimmt eine finstere Suche. Nimm diese Spruchrollen des Lichts. Du wirst sie in den dunklen Stollen gut gebrauchen können. Die Templer in den Minen werden dir helfen. Ja, möge gut, der Schläfer dir Kraft schenken. Möge. Blablabla. Wo finde ich die Mindcrawler? Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid. Er wird dir helfen. Wie soll ich... Ja gut, ja. Wir sehen uns. Sind wir also jetzt schon mal so weit, dass wir das machen sollen? Ich würde aber vorher dann noch, glaube ich, die guten Banditen killen, aus dem einfachen Grund, dass ich dann vielleicht meine neue Russi kriege. Weil die hätte ich vorher schon gerne. Gehen wir mal zu dem Dieben Baal. Namib oder wie er nochmal hieß. Vielleicht kriege ich die Russi jetzt auch schon, aber das glaube ich eher weniger. So, guten Tag. Erwache. Ich möchte... Es ist noch nicht... Nee, es ist noch nicht an der Zeit. Bla, bla, bla. Fasel, Busel, Blaso. Erwache. Der Schläfer möge dich... Aber dann passt, weil... Beim Banditenlager, also dort, wo wir dafür sozusagen hin müssen, ist ja dann auch, in der Nähe direkt die Mine auf dem Weg. Heißt, wir können in die Mine gehen und können dann danach einmal die Typis ausrotten und ja... Dann würde ich das ab hier jetzt wieder skippen und würde sagen, bis gleich. Wow.
So, da sind wir wieder. Ich mach mal jetzt einen Save, das kennt ihr ja schon. Und will da mal schauen, ob die lieben Typen jetzt hoffentlich sind die jetzt wieder da. Sonst habe ich ein Problem. Weil wiederfinden werde ich die nicht. Ja, sie sind wieder da. Habe ich vielleicht, aber sowas Mächtiges habe ich glaube ich noch nicht. Einen Zauber, der Flächenschaden macht. Dann wäre das nämlich easy. Ja, aber sowas habe ich leider nicht. Ja gut, dann haue ich sie erstmal alle um. Ja, kein... Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Mal... So. Ich hoffe, der Letzte steht jetzt nicht auf und rennt schnell weg. Nee, ich bin schnell genug. Ja, hat geklappt. Super, haben wir das schon mal erledigt. Die sind alle tot. Das ist sehr toll. Da freue ich mich drüber. Dann nehmen wir unser Stahlgeflecht wieder in der Hand. Haben wir das. Irgendeiner hatte doch... Ja, Jacko, der hatte noch ein paar Sachen dabei. Die können wir mal mitgehen. Macht relativ viel Sinn, das Wort mitten in dem Satz. Und ja, einmal nochmal speichern. Und ja, dann begeben wir uns jetzt Richtung Mine. Und ja, machen direkt auch schon wieder die nächste Hauptquest. Sozusagen. Und ja, ich bemühe mich halt darum... Ja, die Minecrawler auseinanderzunehmen. Ja, erstes Ziel wäre dann, erstmal nach ganz unten wieder in die Mine reinzugehen und Gornavid zu suchen, weil den müssen wir finden. Ich glaube, der war das. Oder da ist ja noch ein anderer Heini, mit dem man aussprechen kann. Irgendeiner von denen, der kann uns beibringen, wie man die Zangen entfernt. Weil die brauchen wir ja auch. Das ist, meine ich, auch sogar umsonst. Da muss man keine LP für zahlen. Das ist ganz cool. Hier müssten noch ein paar Viecher sein. Ja, eine Blutfliege und ein Mole Rat müsste da hinten sein. Komm mal her. Dankeschön. Da ist ein Molerat. Dann, ja. Und auf dem Rückweg können wir hier nochmal durch den Wald rennen. Da sind dann auch noch ein paar Viecher, die geben uns auch noch Erfahrung. Also, ja. Also wir kriegen auf jeden Fall Level 9 gleich hin. Da haben wir 40 Lernpunkte. 30 will ich mir erstmal so zurücklegen, dass ich zwei Handwaffen gleich auf Stufe 2 knallen kann, wenn es dann zwei Handwaffen gibt, weil dann gehen wir schon richtig ab mit zwei Handwaffen. Also, ich habe ja auch noch kein Schleichen gebraucht. Ich kenne halt auch die ganzen Tricks und so, weil ich das halt so oft gespielt habe für Sachen, wo man ein Schleichen für braucht, dass man sich beeilt, bla bla bla. Also ist gerade ein bisschen dummes Gelaber, aber wie auch immer. Ist halt so. Sind so viele Sachen, die braucht man nicht. Akrobatik braucht man nicht. Ja, okay, Alchemie möchte ich natürlich gerne lernen. Ja, genau, das ist doch. Einer von denen kann mir doch wahrscheinlich helfen, oder? Erwache. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Ja, ist wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, dass die Bruderschaft sehr neutral gesehen wird, beziehungsweise sogar angenehm empfunden wird, weil die dürfen in die Mine, die dürfen so ziemlich alles. Also die haben mit jedem Satz zu tun und niemand hat was gegen die. Die haben gegen so an sich auch gegen niemanden. Also deswegen sind sie eigentlich schon ganz cool. Ja, so. Auf in die Mine. Oh, dieser Super-Pack-Mod da für Gothic 1 und 2, der ist echt Hammer. Diese Ladezeit, du hast gar keine Ladezeit mehr. Wir sehen uns. Kann ich da mal vorbei? Dieses Texturflackern ist einfach herrlich. So, ja, jetzt sind hier ein paar Heinis mehr, damit man halt so merkt, ah ja, die suchen nach Zeugs für die Anrufung des Schläfers. Ja, wir müssen jetzt einfach nur noch ganz unten.
Da vorne. So, dann wollen wir mal. Wobei, wenn ich gerade so überlege, die Quest geht eigentlich sogar. Ihr werdet auch sehen, weswegen gleich. Weswegen eigentlich. Hier habe ich ja alle schon gemacht, ne? Was? Ich per. Ach, dieses Text, dieses Flackern hier, aber das hatte ich ja schon vorher. Das ist. Muss man auch wieder zusagen, dass es ein altes Spiel ist. Und, naja. Ich sterbe nicht von. Ich habe ja noch eine ATI-Grafikkarte. Ich habe noch Glück. Nvidia-User haben ja richtig Probleme, Gothic 1 zu spielen. Zum Teil sogar mit Gothic 2, aber Gothic 2 geht noch. Gothic 1 ist ja echt empfindlich, was da so angeht. Ian, was. Nee, der. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Ach ja, das machen können wir ja auch noch vorher machen. Stimmt, da war ja was. Bei dir kann... Jupp! Alles, was du willst! Wenn du Erz hast! Hab ich, Kollege. Hast du irgendwas Interessantes? Nein, du hast nur Scheiße, die keiner braucht. Ein neues Gesicht. Viel Glück noch. Dir. Ich glaube, ich weiß auch, wo das ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Lass mich mal schauen. Geht's da unten weiter oder geht's da unten? Ne, weiter geht's hier rechts. Ich glaube, da unten war das Zahnrad. Wie komme ich denn hier runter, Mensch? Ach, hier. Mensch, bin ich Blindfisch, du. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Erwache! Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Das ist nichts Neues. Das ist mir bewusst. Ach, das geht ja noch tiefer. Nee. Da unten geht's weiter. Hier sind einfach nur Nebenschächte, genau. Da können wir nämlich noch rein. Und irgendwo ist so ein scheiß Zahnrad. Ich glaube bei ihm hier. Weil der sagt uns jetzt, meine ich, irgendwie von wegen, dass da hinten scheiße... Nee. Das ist nur ein normaler Rabenkraut. Wofür auch immer das gut ist. Ich weiß es nicht. Nehmen wir mit. Hier speichere ich mal. Hier fällt man ja gerne mal runter, ne? Aber hier sind auch, meine ich, schon ein paar Minecrawler und ich kann sie jetzt erstmal schlecht einschätzen. Ja, da unten ist doch ein Zahnrad. Das sieht man doch schon von hier. Und ich höre Minecrawler. Ich zerhack dich, du Mistvieh. Was hat er denn auf einmal? Die ganzen Pilze, ey. Die braucht keine Sau, mit denen kannst du nichts anfangen. Die geben dir 5 Lebenspunkte. Es ist einfach nichts. So, ein Trank, ja gut, toll. Ein Erzbrocken und eine Spitzhacke. Ist ja oben sonst irgendwas noch? Nee, da ist nichts mehr. So, wollen wir mal vorsichtig entlang der Todesschneise hier rennen. Ist ein bisschen gefährlich. Was machst du denn da, Kollege? Was ist mit dir denn los? Ich weiß nicht, wie stark ihr seid. Ich weiß nicht, wie stark ihr seid. Ich weiß nicht, wie stark ihr seid. An sich ja nicht so stark. Okay, ich weiß nicht, was die für einen Angriff haben, aber die haben halt auch so eine Verteidigung. Ja,
Was soll ich mit dir denn jetzt machen? Du bist Buggy. Vielleicht kommst du ja noch irgendwie gleich da runter. Crawler-Sign kriegt man hier sogar so scheinbar. Ja. Du bist mir persönlich eigentlich total Schnuppevieh. Das sieht lustig aus. Ich glaube, der will eigentlich den alten Stampfer hier antreiben mit Muskelkraft, aber er kriegt das nicht so ganz hin. Irgendwie, nee. Aber danke schön, dass du auf das Zahnrad aufgepasst hast. Ist sehr freundlich von Ihnen. Joa. Ist hier hinten irgendwas? Na, hier ist nichts. Na gut, dann. Eigentlich sind die recht easy, wie man merkt, aber die waren jetzt auch irgendwie gerade ein bisschen dumm. Also, die haben irgendwie nichts gemacht. Aber wenn da halt, ihr werdet sehen, das Nest ist ein bisschen, da sind ein paar Minecrawler mehr drin. Da kommen auch ein paar mehr auf einmal. Deswegen, werdet ihr gleich verstehen, weswegen ich sage, dass das dann so ein bisschen, naja, nicht so knülle ist. Was war denn hier hinten nochmal? Minecrawler? Das ist aber nicht das richtige Nest, das weiß ich. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Kann ich mir die irgendwie so ein bisschen hier einzeln raussnacken? Heute Abend gibt es Fleisch. Wobei, ja, so vier auf einmal sieht er, die machen nicht wenig Schaden. Kollege, hallo. Heute Abend gibt es Fleisch. Gut, ich krieg da jetzt keine Erfahrung durch. Und der Renter. Aber sie sind halt beseitigt und ich kann da hinten hingehen. Heute Abend gibt es Fleisch. Schön, dass ihr alle 10.000 Mal das Gleiche sagt. Ich freue mich. Es macht Spaß. So, was haben wir denn hier Schönes zu essen? Also ich hau mir mal... Ich komm. Wir hauen auf die Kacke. Ich gönn mir einen Trank. Ist das nicht was? Ist das nicht was, liebe Leute? Ich trinke einen Trank. Heute Abend gibt es Fleisch. Ja, Leute. Ich weiß, dass ihr ein bisschen dumm in der Birne seid. Lass mich vorbei. Ich lasse dich gleich nicht vorbei, ich lasse dich durch, so. So, bevor ich da weitergehe, ich weiß nicht, wie viele da noch kommen. Das ist halt Gossig, ne? Ich leg dich nicht mit den Falschen an. Och, dieses Geflacker, ey. Ein Ring! Mensch, was ist denn das für ein Ring? Flammenschutzring, toll. Könnt ihr euch in den Arsch stecken. Ja, da springe ich definitiv nicht runter. Dann ist mit mir vorbei, du. Dann lebe ich nicht mehr. Joa. Haben wir sonst hier noch irgendwie was? Nee, sonst ist hier eigentlich auch nichts. War eigentlich nur so für den Ring. Na gut, den kann man verkaufen. So ein Flammenschutzring. Ist unglaublich unnötig. Aber gut. Achso, ja, wir müssen ja hoch zu Ian. Und ihm das scheiß Zahnrad geben. Der freut sich. Der wackelt da mit dem Schwänzchen und dann weiß ich nicht, was passiert. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Minecrawler. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ich suche... Ich sagte doch... Ja, ja. Ich schau mich mal um. Ja.
Weil sonst wird der Typ unten sagen, der halt wie gesagt das Tor aufmachen soll, ey, Alter, ich mach nicht einfach das Tor auf, das ist fucking gefährlich, das kannst du nicht machen. Nee, da ohne Erlaubnis, schnell ist nix hier, Kollege, du. Aber jetzt weiß ich, wie ich ihn überzeugen kann, indem ich nur sage, alles wird gut. Solange du wild bist. Nein, das waren die wilden Kerle. Jo. Da unten sind noch ein paar Leutis, mit denen man wahrscheinlich sprechen kann. Wen haben wir dann hier? Gardist. Ui, das ist überraschend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, die Mine ist gar nicht mal so klein. Also wirklich viel kann man hier nicht machen. Jetzt bin ich gerade überlegen. Da hinten ist doch... Ich gehe erstmal hier lang. Orksklave. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr hier runtergekommen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? Ja, der hat ein paar Erz und hier kann man ein paar Sachen verscherbeln. Hab ich ein paar Sachen, die ich ihm geben kann? Ja, das ganze Gras, das brauche ich ja nicht mehr. Und das gibt schon ein bisschen was her. Nee, die Trich will ich behalten. Haben wir die hier noch? Das kann weg. Zähne können weg. Wolffell kann weg. Becher, das kann weg, das kann weg. Das behalten wir mal. Die Flasche behalten wir auch. Ah ne, Crawlers Hang, die würde ich gerne behalten. Na gut, 491 gibt es nochmal dazu wieder. Wieso nicht, ne? Dass das immer so lange dauert, dass man da nicht einfach eingegeben konnte, wie viel. Ist doch viel einfacher. War wahrscheinlich technisch nicht möglich. So, sind das schon die, die mir irgendwie helfen können? Oh, wer ist denn hier runtergefallen? Zeichen der Bruderschaft. Lol, der ist nicht wichtig oder so, aber sieht mal, was ich hab. Eine Söldnerklinge umsonst, die ich jetzt schon benutzen kann. Aber ich habe Zweihandwaffe nicht geskillt, aber macht halt viel mehr Schaden, ne? Geil! Also gut ist das, ne? Naja, ist halt tot. Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht, aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Der Schläfer erwache. Aber ich weiß nicht, das macht zwar doppelt so viel Schaden, aber ich glaube, ich nehme erstmal die Einhandwaffe, weil Minecrawler sind recht schnelle Wesen und naja, ist glaube ich angenehmer. Erwache! Was machst du hier? Ich jage Minecrawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Ja, das war... hab ich, glaube ich, verstanden. Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Ja, ist halt ein Sklave, mein Gott. Was ist denn das für eine Frage, Mensch? Ich weiß jetzt gar nicht, wo es richtig weitergeht. Nee, hier definitiv nicht. Warte mal, ich kann hier mal an dem einen Patienten die neue Waffe ausprobieren. Ja, die halten wir jetzt auch noch so komisch. Wobei, ne, muss ich sagen, ist schon fett. Aber, ja, ob ich jetzt dreimal mit einer Einhandwaffe zuschlage oder zweimal mit dem fetten Teil, ist jetzt auch egal.
So. Boah, ich habe so viel Fleisch. Ich muss das unbedingt mal braten. So, was haben wir denn? Da haben wir doch jemanden. Oh, war sogar ein Zwei-Hitter. Schön. Oh, Minecrawler geben so viel Erfahrung. Das ist sowas von cool. Hä? What the fuck? Das kenne ich ja noch gar nicht. Really? Da kannst du an den vorbeischleichen? Also ob das jetzt wirklich geht, ist jetzt eine andere Sache, aber man kann. Steinbrecher, den haben wir doch, oder? Als Waffe. Ach nee, das war das Teil, was ein Stärke mehr hat. Ist noch ein kleines Stückchen länger und ein bisschen fetter. Sieht cooler aus, ne? So, dann haben wir den Schacht auch schon geklärt. Und dann muss ich hier an der Stelle sagen, bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Freude. Und ich würde sagen, das nächste Mal gibt es noch mehr Minecrawler zu sehen. Noch mehr Gewusel. Naja, Crazy Junkie Games und bis zum nächsten Mal. Ciao.